Herzlich willkommen bei Greenscaping und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Johannes und heute in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Fische richtig fütter, worauf ihr beim Fischfutter achten müsst und ganz besonders, welche Inhaltsstoffe eigentlich wichtig sind. Wo auf welche Inhaltsstoffe müsst ihr achten? Und alles darüber und welches Fischfutter ich euch empfehle, das erfahrt ihr nach dem Intro. Jeder von euch kennt das bestimmt. Euer Fischfutter ist leer oder ihr wollt mal was Neues ausprobieren. Ihr geht ins Zoofachgeschäft oder schaut online und habt eine riesige Auswahl an Produkten. Ich kenne das auch selbst. Man steht dann davor, da hat man Sera, Tetra, JBL, Söll, Danale, weiß ich, Gott was, ganz viel Fischfutter. So, und jetzt steht ihr vor der großen Frage, welches soll ich nun kaufen? Und viele machen das dann so, die sagen, ja, das sieht gut aus. Das ist günstig, das habe ich schon immer genommen, das nimmt mein Freund oder mein Bekannter oder in dem Video habe ich mal gesehen, das ist gut oder in dem Forum habe ich gelesen, das ist schön. Aber wonach sollte man eigentlich entscheiden? Und wonach entscheide ich, welches Fischfutter ich überhaupt benutze? Und es gibt ja nicht nur Flockenfutter, sondern es gibt ja auch noch dieses Frostfutter. Dann gibt es ja auch noch Lebendfutter. Dann gibt es so ein Gelee-Futter. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Variationen. Und das möchte ich euch auch erzählen. Welche Fischfuttersorten gibt es überhaupt mehr? Ich fange mal an mit dem Flockenfutter. Flockenfutter ist nämlich auch das Futter, was ich so in meinem Becken, was ihr natürlich auch da wieder hinter euch seht, am häufigsten in Verwendung findet. Und warum? Ich habe nämlich verschiedene Flockenfutter ausprobiert. Und bin eben zum Schluss gekommen, Flockenfutter ist eben, ich besitze natürlich auch Granulatfutter, denn ich fütter sehr abwechslungsreich. Flockenfutter ist einfach am einfachsten anzuwenden und von den Inhaltsstoffen auch am besten für den Fisch. So, warum die anderen? Dann nachher. So, aber worauf müsst ihr überhaupt achten und warum habe ich jetzt gesagt zu euch, dass das von den Inhaltsstoffen am besten ist? Ja, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich schon mal hinten auf die Rückseite eines Fischfutters raufgeguckt haben. Aber ich würde es euch empfehlen, auf jeden Fall mal zu tun, denn es ist wirklich interessant. Nur dadurch werdet ihr herausfinden, ob euer Fischfutter nun qualitativ hochwertig ist oder nicht. Und wenn ihr da mal so raufguckt, findet ihr an erster Stelle meist Weizenmehl, Fischmehl, Weizenkeime, Pflanzennebenerzeugnisse, Milchprodukte, Eier, alles sowas. Aber am häufigsten eben Weizenmehl und Fischmehl. Und warum? Weizenmehl wird häufig verwendet, weil eben Fische es essen und weil es günstig ist. Fischmehl wird eben verwendet, weil es Träger des Fischöls ist, das wichtige Fett, was die Fische brauchen, eben liefert und weil es einigermaßen noch der natürlichen Ernährung der Fische nachkommt. So, aber es macht eben kein hochwertiges Futter aus, wenn wir uns mal anschauen, was fressen die Fische eigentlich in der Natur. Und da fressen die ja hauptsächlich, wenn wir jetzt mal unsere Fische im Aquarium betrachten, die werden vielleicht 10 bis 20 cm maximal, die leben in Seen, in Flüssen, einige vielleicht auch in kleineren Meeren und die fressen hauptsächlich kleine Wassertiere. Krill, kleine Mückenlarven, kleine Wassertiere, Wasserflöhe, vielleicht auch Tiere, die oben auf die Wasseroberfläche rauffallen, kleine Fischbabys, Eier von irgendwelchen Tieren, abgestorbenes Pflanzenmaterial und alles sowas, ab und zu vielleicht auch mal Aas, kleine Partikel, die im Wasser schwimmen. Und danach sollte man sich auch richten, denn wir versuchen natürlich, oder man sollte versuchen, natürlich eine möglichst natürliche Ernährung eben sicherzustellen oder zu gewährleisten. Und wenn man sich da eben nachrichtet und dementsprechend das Flockenfutter auch auswählt, wird man dann zu seinem Flockenfutter kommen. Und bei mir ist es eben das Danalefutter. Das kann ich mal eben herholen. Am Danalefutter kann ich jetzt hier einmal reinhalten. Also das sind die Flex, die ich eben hauptsächlich benutze. Außerdem ab und zu noch ein Color-Ergänzungsfutter,
wenn die Kamera das jetzt einmal scharf stellen möchte. Einmal Futtertabletten und hier habe ich schon das Schild abgemacht. Hier wäre Neon Booster drin, weil ich Neons hauptsächlich habe, also extra ein Neonfutter. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum fütter ich gerade dieses Futter? Und zwar zum Beispiel bei den Futtertabletten. Inhaltsstoffe 45% Plankton, 2% Mogingar. Keine Ahnung, was das ist, aber 45% ist hier eben Plankton drin. Und das findet ihr so in anderen Futtersorten nicht. In meistens eben Weizenmehl und Fischmehl drin. Aber warum ist eben nicht Weizenmehl oder Fischmehl gut? Denn Fischmehl hat einen Nachteil. Denn Fischmehl, in Fischmehl ist häufig viel Phosphat. Dieses Phosphat wird von den Fischen eben nicht richtig aufgenommen und das gelangt dann wieder ins Wasser und dadurch steigt der Phosphatwert. Deswegen hochwertiges Futter, weniger Wasserbelastung. Deswegen fütter ich eben Futter, was eben relativ wenig das Wasser belastet und was eben relativ natürlich ist. Gucken wir mal weiter her. Bei den Dannerle Complete Fleeks sind zum Beispiel 25% Insekten drin und 7% Krill. Oder bei dem Collar Futter kann ich auch einmal aufmachen. Hier ist so eine Anleitung drin. Also als erstes steht hier mal arktischer Krill. Weizenprotein. Protein wird eben auch aus Weizenmehl gewonnen. Tintenfisch, Omega-3, Marineöl, Bachflorkrebse, Wasserflöhe, Grashüpfer, Fliegenmaden, Hefeextrakt, dann Artemia und es geht immer so weiter. Also da ist echt viel drin, roten Mückenlarven, alles sowas. Also diesen Fischfutter ist wirklich das drin, was die Fische in der Natur bekommen. Hier ist nicht hauptsächlich Fischmehl drin, weil der dann sagt, gar kein Fischmehl, denn Fischmehl ist nicht natürlich. Fischmehl hat einige Nachteile. Bei Fischmehl kann man nicht sicherstellen, dass dieses auch nachhaltig gewonnen wird. Söll zum Beispiel, die sagt, ja, unser ist zertifiziert, wir setzen weiterhin auf Fisch, aber auf Filet und hochwertigen Fisch. Kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, also Söll produziert auch sehr hochwertiges Fischfutter. Zum Beispiel JBL mit ihrer Premium-Fischfutterreihe auch. Fischfutter unterscheidet sich eben nach dem Preis. Dieses Fischfutter, was ich hier benutze, von dieser Reihe gibt es übrigens auch noch mehr, ist halt etwas teurer, aber auch nur einen einzigen Euro. Und seid ihr bereit, für besseres Fischfutter auch ein bisschen mehr auszugeben? Also ich bin es auf jeden Fall und ich tue es gerne. Und ja, ihr könnt auch das von Sera, von Tetra oder von den anderen Marken benutzen. Es ist halt nicht so gut. Die Fische werdet ihr damit versorgt kriegen, aber das kleine i-Tüpfelchen, dass ihr die Fische so füttert, wie es in der Natur ist, das werdet ihr eben damit nicht können. So, gehen wir in die Inhaltsliste mal weiter. Was kommt natürlich dann noch? Dann ist natürlich wichtig das Protein-Fett-Verhältnis. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das anschaut bei dem Fischfutter. Denn ein optimales Protein-Fett-Verhältnis liegt bei 3 zu 1, 4 zu 1. Es sollte nicht weniger sein, es sollte aber außerdem auch nicht mehr sein. Und an alle Leute, die sich jetzt fragen, warum? Denn Protein braucht der Fisch, um eben wachsen zu können, also für das Wachstum, außerdem für die Zellerneuerung und auch für die Fortpflanzung. So, Fett braucht er als Energie, denn er kann zwar auch aus Proteinen Energie gewinnen, jedoch ist das für den Fischen sehr unangenehm und auch nicht so gut. Und außerdem ist Fett eben einfacher. Fett kann besser gespeichert werden, besonders bei Teichfischen ist es wichtig. Deswegen sollte das Futter eben für eine Reserve, auch natürlich für Aquariumfische, wenn es mal Zeiten gibt, wo weniger gefüttert wird, dass eben Reserven vorhanden sind. So, nun ist das Problem, dass günstiges Fischfutter eben dieses Protein-Fett-Verhältnis häufig nicht besitzt und außerdem viel zu wenig Fett besitzt. Und deswegen guckt da drauf. Ich kann es als Beispiel einmal erwähnen. Im Laden, wo ich jetzt arbeite, gibt es zum Beispiel günstiges Koi-Fischfutter. Und da ist es so, da gibt es 5 Kilo für 13,99. 5 Kilo, das ist so ein Riesensack, so viel passt ja gar nicht ins Bild. Und wenn man da mal raufguckt, Weizenmehl, Fleisch, Vitamine, das war's. Warum? Weil es billig sein muss. Und wenn man da mal anguckt, 3% Fett, 10% Protein so ungefähr. Aber mit 3%, normales Fischfutter sollte 10 bis 20% besitzen und 50% Protein. Das heißt, der Fisch kann gar nicht genug Fett speichern.
Oder ihr müsst dementsprechend mehr geben, also fünfmal so viel. Und dann habt ihr auch fünfmal so viel Abfall. Also es ist eigentlich unverständlich, wie die Hersteller eben so ein Fischfutter eben auf den Markt bringen können und schreiben können für alle Fische, für ausgewogene Ernährung, etc. Ich finde, es geht überhaupt nicht. Und letztens, als ich bei Real war, habe ich auch ein Fischfutter gesehen. Das werde ich hier auch nochmal einblenden, wenn ich das Bild noch finde, in meinem Album. Und da war es auch so, da war eigentlich überhaupt kein Fett drin, weil das Fischfutter bestand aus 100% pflanzlichen Nebenerzeugnissen. Das bedeutet 100% pflanzliche Nebenerzeugnisse, zum Beispiel 100% Weizenmehl, 100% Pflanzenabfälle, 100% Mais. Aber ein Fisch braucht auch ein bisschen tierische Erzeugnisse, auch besonders das Fett, also das Öl, auch die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das Fischfutter dieses besitzt. Also einmal genaue Recherche lohnt sich auf jeden Fall. So, wo solltet ihr noch drauf achten? Ihr solltet auf den Rohfaser und den Rohascheanteil im Fischfutter achten. Ja, der Rohfaseranteil sind alle die Teile im Fischfutter, ja, die der, zum Beispiel Zellulose oder so, die der Fisch nicht verdauen kann. Ja, etwas Rohfaseranteil brauchen wir jedoch im Fischfutter, da Rohfaser eben für den Magen-Darm-Trakt des Fisches benötigt wird. Und da sind ungefähr 2%, auch vielleicht auch 3% ideal. Ist es zu viel, ist es eben für den Fisch sehr unangebracht, weil der Fisch es eben schlechter verdauen kann. Also da achtet auf jeden Fall drauf. Und dann gibt es natürlich noch den Rohascheanteil. Das sind zum Beispiel Steine und andere Stoffe, die eigentlich möglichst vermieden werden sollen im Fischfutter. Und diesen Prozentsatz sollte man auch möglichst niedrig wählen. Das heißt, maximal 8%. Wenn mehr drin ist, sollte ich dieses Fischfutter auch nicht verwenden. Ich weiß, mein Bärenfutter ist auch relativ hoch. Warum, weiß ich nicht. Ist jedenfalls für den Fisch deutlich besser verdaubar. Und natürlich auch deutlich angenehmer und weniger Wasserbelastung. Es kann natürlich sein, da natürlich hier sehr viele tierische Erzeugnisse drin sind, dass dadurch viele Teile vom Fisch eben mit oder von dem Tier dazugekommen sind, wie Horn oder andere Knorpelteilchen von dem Tier, was dann diese Rohasche ausmacht. Also das, glaube ich, was bei der Verbrennung übrig bleiben würde. Ich glaube deswegen Rohasche. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr ja unten nochmal in der Videobeschreibung, ich bin ja auch doof, in der Kommentarbox gerne beantworten. Ihr merkt, meine Stimme ist gleich schon wieder zu Ende. Ich kann aber gar nicht so lange reden. Ich werde dieses Video jetzt immer noch zu Ende bringen. Kleiner Background, ich habe das ganze Video eben schon 30 Minuten aufgenommen. Und dann habe ich festgestellt, dass der Fokus nicht da war. Und das kann ich auch aufgrund der Distanz gar nicht richtig sehen. Meine Kamera ist manchmal, ja, dann stelle ich meinen Hintergrund scharf. Deswegen rede ich jetzt schon so lange. Tut mir leid. Meine Stimme kann irgendwann nicht mehr. Ich hoffe, es geht jetzt nur einigermaßen. Ich gebe mir jetzt Mühe. Und ich hoffe auch, dass der Fokus jetzt funktioniert. Ich sehe es ja wieder nicht. Ich kann es aber auch nicht einfach aufhören. Da komme ich aus meinem Fluss raus. Also, wenn ich jetzt auch wieder nicht im Fokus sein soll, ich habe keine Ahnung. Nehmt es mir nicht übel. So. Wo haben wir stehen geblieben? So, als letztes möchte ich nochmal auf die Vitamine, Mineralien. Ist eigentlich in jedem Fischfutter dazugesetzt. Je hochwertiger, desto mehr meist. Also auch da lohnt es sich wieder 1-2 Euro mehr auszugeben. Ich mache es. Und ja, das waren eigentlich jetzt so die wesentlichen Sachen beim Flockenfutter, wo ihr darauf achten solltet. Eben mein Flockenfutter hat noch künstliche Farbstoffe hinzugesetzt, damit eben die Farbpracht gesteigert wird. Dieses Colorfutter hat noch mehr von diesen Teilchen. Ich bin damit sehr zufrieden, weil meine Fische dadurch viel farbenprächtiger sind. Wenn ihr da sagt, möchte ich nicht, ich möchte es nur auf natürliche Weise, dann empfehlt sie zum Beispiel dieses neue Futter von Sera. Ja, zu dem Flockenfutter gibt es natürlich auch noch das Plankton Pur, was ich jetzt hier auch noch habe. Ich habe hier einmal M&S bei mir liegen. Kann ich ja auch einmal in die Kamera halten, wenn der Fokus das Ganze wieder scharf stellt. Ja, jetzt sollte das Ganze scharf sein. Ist natürlich auch wieder leer, muss ich nachkaufen, das sind so kleine Sticks. 8 Sticks a 2 Gramm, also 16 Gramm, ist relativ teuer, wenn man das runterrechnet pro Portion. Dafür ist es purer Plankton aus der Arktis oder Antarktis, kann ich gar nicht sagen, steht das hier drauf.
finde ich jetzt nicht. Aber das ganz Wichtige ist, dass dieser natürliche Farbstoff eben auch da drin ist und Omega-3 und Omega-Fett-6 Fettsäuren sind natürlich auch enthalten. Und es ist eben extrem natürlich. Die Fische essen es unglaublich gerne. Achtet darauf, das S zu kaufen. M ist nur für größere. Das Essen zum Beispiel meine nicht. Aber das S ist wirklich die Delikatesse. Verwende ich auch lieber als zum Beispiel Frostfutter oder Lebendfutter, weil ich da mal so ein bisschen Angst habe, mir irgendwie Krankheiten einzuschleppen und das Ganze immer etwas aufwendiger ist als in diesem Beutel. Aber die Abwechslung macht ein gutes Menü aus und es wird wirklich darauf achten, alles sehr abwechslungsreich zu machen. Ich besitze ein Granulatfutter, ein Flockenfutter, ein Tablettenfutter, alles von Dennerle. Dann verwende ich eben noch diese Portionsbeutel von JBL, manchmal auch noch Frost- und Lebendfutter. Also, wie Detlef immer sagt, je breiter das Ganze gefächert ist, desto besser, weil der hat ja einen richtigen Wochenplan. Ich mache das mehr so mal nach Gefühl und gutem Gewissen. Aber könnt ihr bei dem gerne mal vorbeischauen, was der so verwendet. Ich empfehle auf jeden Fall, Dennerle Flockenfutter zu verwenden. Wichtig, guckt euch die Inhaltsstoffe an. Vielleicht findet ihr auch noch ein besseres Flockenfutter oder Granulatfutter, Tablettenfutter, etc. Bitte, meine Meinung, kein gepresstes Flockenfutter, also diese Tabletten, die, wenn man die an die Scheibe heftet, in zigtausend Teile zerfallen, weil da belastet ihr das Wasser mit. Und das Fischfutter kann gar nicht von den Fischen so aufgenommen werden. Weniger ist mehr, sowieso immer dran denken. Zum Beispiel bei Dennerle steht drauf, bei einigen nur 10 Sekunden, also so viel wie in 10 Sekunden gefressen wird. Bei einigen steht drauf, 2 bis 3 Minuten ist meiner Meinung nach etwas zu lang. Anfänger können da vielleicht nicht wirklich mit umgehen und dann füttern die wieder zu viel. Also weniger ist da mehr. Und ja, Abwechslung macht ein gutes Menü. Ja. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar dieses gefriergetrocknete Futter. Kann ich einmal herholen. Zum Beispiel hier von Sera, diese roten Mückenlarven. Schauen, ob die Kamera das hier wieder scharf stellt. Bester Fokus wieder hier am Start. Ach, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder hier auf die Kamera drücken. Ich sitze hier wieder so weit weg. Ja, also diese roten Mückenlarven hier von Sera. Fütter ich auch ab und zu mal. Ich habe ja schon gesagt, Abwechslung macht ein gutes Fischfutter. Aber es hat eben den Nachteil, mal gucken, ob ich das jetzt so schnell finde. Und zwar, ah, hier unten steht es 58,2% roh Protein und 5% Fett. Und da kommen wir schon wieder zum ganzen Problem. Und zwar stimmt das Protein-Fett-Verhältnis hier nicht. Was bedeutet das? Also, ich habe ein Verhältnis von 1 zu 10 ungefähr. Passt nicht, das heißt, es ist nicht gesund für die Fische und deswegen solltet ihr so ein gefriergetrocknetes Futter auf Dauer nicht verwenden, sondern nur ab und zu mal. Und deswegen achtet auf die Inhaltsstoffe. Das ist das Wichtigste. Und ist das da was zu sagen? Eigentlich nicht. Und guckt euch gerne nochmal das Video von Detlef an. Es gibt viele Videos dazu, was oder wie Leute füttern, aber recht wenig, worauf ihr überhaupt achten solltet. Ich bin da auch kein Profi. Wenn ich könnte euch jetzt viel mehr zu Dünger erzählen, hätte ich auch noch tun. Aber schreibt doch gerne euren ja, Sachen, die ihr vielleicht noch mehr wisst, wo ihr irgendwas noch verbessern würdet, gerne wieder unten drunter. Denn ich bin auch kein Professor und ich habe auch noch kein Fischfutter hergestellt, habe ich auch gar nicht vor. Aber das, was ich euch mitgeben kann oder will, habe ich jetzt erzählt. Sonst wird das Video ja viel zu lang. Und ich hoffe auch, dass der Fokus jetzt wieder stimmt und nicht auf irgendein Produkt ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und ich hoffe, da klappt das wieder mit Belichtung und etc. und nicht, dass ich das Ganze doppelt aufnehmen muss. Und meine Stimme ist schon wieder an der letzten Grenze. Ich habe eben vorher 5 Stunden im Laden mit Leuten geredet, jetzt eine halbe Stunde und dann jetzt nochmal. Ich weiß, meine Stimme hört sich wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht gut an. Ich wünsche euch alles Gute und ich packe euch den Link natürlich wieder rein von dem Fischfutter. Ihr unterstützt mich. Dadurch auch, wenn ihr Lust habt, checkt das doch mal aus, vergleicht die mit euren Inhaltsstoffen, denkt an das MHD, niemals über MHD, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ach gut, bis dann.